Ein Mensch, der wahrhaft frei ist, wirkt an der eigenen Entwicklung und am eigenen Wohlergehen. Das ist eine Gefahr für all die Systeme, die uns mit hineinziehen wollen, die unsere Energie rauben wollen. Ein Mensch, der wahrhaft frei ist, wirkt an der eigenen Entwicklung und am eigenen Wohlergehen. Und das ist permanent ein feiner Balanceakt zwischen dem, dass wir gewisse Gesetze und Regeln haben, sodass der einzelne Mensch im Leben gut vorankommen kann. Auf der anderen Seite ist aber die soziale Konditionierung so stark, dass oder kann so stark sein, dass die Einzigartigkeit des Menschen nicht zum Ausdruck kommt und der Mensch gar nicht selber mehr weiß, was er wirklich will und was ihm alles offen steht und möglich ist. Denk daran, du hast alles, was du brauchst. Alles, was es jetzt braucht, ist, dass du deine Fähigkeiten gebrauchst. Du kannst die wunderbarsten Kunstwerke erschaffen, einzigartige Entdeckungen machen, fantastische Ergebnisse in unzähligen Bereichen erzielen. Alles, was es dazu braucht, ist, dass du dich an dein eigenes Herz wendest. Vertrauensvoll auf dein Herz lauscht, denn dein Herz hat Zugang zu allem Wissen, zu jeder Weisheit, die in deinem Herzen wohnt, die wir als Menschen schon immer in unserem Herzen finden. Dort findest du die wahrhaftige Fülle, du hast bislang nur nicht danach gefragt. Alle Genies haben Meisterwerke nur deshalb hervorgebracht, weil sie sich an ihr Herz gewendet und dieses befragt haben. Wieso, frage ich dich, sollte dein Herz zu weniger fähig sein? Alle Meisterwerke sprechen zu uns in der Sprache des Herzens. Du kannst tun, was du willst. Einen wirklichen und bleibenden Eindruck gibt es nur, wenn es von Herzen kommt. Alle wirklichen Originale kommen aus dem Herzen. Original heißt Herkunft. Es kommt vom Herzen her. Der Kopf kann gut kapieren und kopieren, aber ohne die Wärme des Herzens bleibt es kraft- und leblos. Alles, was es von dir also braucht, ist, dass dein Herz bereits alles in sich trägt, dass du das bewusst dem zustimmst. Alles ist jetzt vollkommen und da. Und du gibst dir die Erlaubnis, mit Freude das Beste daraus zu machen. Es darf einfach sein. Seltsam ist, dass wir es leichter annehmen können, wenn uns jemand sagt, dass dies oder jenes nicht möglich ist oder uns nicht möglich ist. Wenn wir uns etwas auf das Podest setzen oder Wände und Wälle darum errichten, dann fällt uns das manchmal leichter, denn dann wissen wir, es ist nicht für uns. Aber hör mal genau hin, was ich dir sage. Du bist würdig und du verdienst das absolut Beste. Du kannst erreichen, was auch immer du mit ganzem Herzen wünschst. Diese Tatsache, dass für jedes Herz die Erfüllung bereitsteht, wird ziemlich gut vor uns versteckt. Oder verstecken wir uns es selbst? Verstecken wir es vor uns selbst, wie der Affe, der die Banane versteckt, damit er sich dann freuen kann, wenn er sie entdeckt? Der Gedanke, dass der härteste Kampf mit dem eigenen Selbst ist, dass also der Kampf mit uns selbst der allerschwierigste ist, ist ein bisschen verräterisch. Denn was unter dem Staub der Negativität und dem Kampf liegt und der Selbstmissachtung, ist ein reines Herz. Und das habe ich immer und immer wieder gesehen. Der Aufwand, ein anderer zu sein oder ein anderer zu scheinen, ist so enorm. Wenn wir uns erlauben, wir selbst zu sein, dann entdecken wir die verborgenen Schätze deines Herzens. Entdeck du die verborgenen Schätze deines Herzens. Du verdienst das Allerbeste, denn du bist wirklich ein wunderbares, einmaliges Geschöpf. Erlaube es dir aus vollem Herzen. Wähle also, was du erschaffst. Was du aus der Kraft deines Herzens gestaltest, wird andere berühren. Denn was von Herzen kommt, geht wieder zu Herzen. Und solange es deiner Einzigartigkeit des Seins entspringt und aus deinem Herzen entspringt, dann ist es ein Original. Das Gewöhnliche und Beton, die Betonbauten, die Grauen, entspringen alle aus dem planenden und rechnenden Verstand. Das Mittelmäßige entspringt auch dem mittelmäßigen Verstand und dem Geist, der nicht von der Fülle und Weite des Herzens berührt wird. Du trägst einen riesengroßen und wahren Schatz in dir, denn dein Herz ist
einmalig und einzigartig. Es ist deine Essenz. Achte darauf, dass der Verstand das Wirken dieser Essenz zulässt und noch besser ihm dient. So kann das Einhorn sich vor dem Löwen, feurigen Löwen verneigen und zum Diener des richtigen und wahren Herrn werden. Dein Herz führt, dein Verstand lenkt. Denke daran mit ganzem Herzen.